Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst, hört ihr am Anfang immer ein bisschen Eigenwerbung, die in diesem Fall lautet: Erstens, verfolgt uns auf Strava, Instagram, TikTok und Twitter. Oder ganz neu könnt ihr auch auf Patreon und Steady uns Geld zuwerfen. Ist natürlich nicht neu, aber ich erwähne es gerne immer wieder. Und ihr könnt uns auch gerne mal persönlich treffen, wenn ihr in der Gegend seid. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt hinein in die Folge. Dieses Mal begrüße ich leider nicht den Flo, aber wie ihr wisst, wenn der Flo nicht hier ist, darf ich immer einen wunderbaren Ersatz präsentieren. In diesem Fall ist es der Andreas Robin, den wahrscheinlich die, ich will jetzt nicht sagen älteren, aber die national begeisterten Menschen unter euch kennen, weil das ist auch kein langsamer. Und der hat schon ein paar wirklich herausragende Dinge vollbracht hat in den letzten 10 Jahren ungefähr, also 10 Jahre plus minus ein bisschen, womit wir auch gleich mal festgelegt haben, ja, es ist schon ein Mit-40er. Aber bevor ich noch mehr dazu begrüßen mal, hallo Andreas, beziehungsweise wie dich viele andere kennen würden als Rambo, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich, servus. Wie jetzt schon ein bisschen gespoilert hat, du bist Läufer, Schrägstrich Ultraläufer und hast schon diverseste und auch herausragende Projekte umgesetzt. Wie bist du überhaupt zum Laufen gekommen? Das hat einmal begonnen, so circa vor 12, 13 Jahren, eigentlich als Alternative zu meinem Sommersport. Da habe ich damals begonnen mit Radfahren, Mountainbiken und so ein bisschen Wandern, leichtes Bergsteigen. Und nachdem, dass ich im Winter eigentlich die Berge ja zugeschnitten sind, habe ich dann als Alternative so bei mir in der Gegend angefangen, auf der Straße zum Laufen. Und wie halt auch jeder andere halt auch, also die ersten Kilometer, 2, 3, da war ich schon sehr stolz, dass ich 2, 3 Kilometer zusammengebracht habe. Und das hat sich dann ein bisschen gesteigert, so mit 5 bis 10, und so hat sich das eigentlich den Winter über hat sich das gehalten. Also 5 bis 10 Kilometer ist ja sicher was man einmal machen muss. Also viele, viele Menschen sind über 5 Kilometer sehr stolz. Und das ist ja nichts, wo man nicht stolz sein muss, weil ich kenne ganz, ganz viele Menschen, denen die Distanz von der Couch bis in die Küche und zum Postkastel auch schon fast zu viel ist. Und da sind 5 Kilometer Laufen jetzt auch nicht nix. Außerdem 5 Kilometer Laufen zuerst einmal machen, und wenn man es anstrengend haben will, muss man es einfach nur schneller machen. Nur, du hast ja nicht nur schneller gemacht, sondern du hast ja auch irgendwann länger gemacht. Also viel länger. Wie ist es dann gekommen, dass du gesagt hast, naja, 5 Kilometer, 10 Kilometer ist lustig, aber da muss noch was gehen? Naja, irgendwann hat dann doch einmal ein bisschen, hat es schon angefangen, ein bisschen zum Reizen, Längeres zu laufen. Aber ich glaube, dass zur damaligen Zeit, also da waren so, ich glaube, 20 Kilometer waren so die Träume am Anfang, wo ich sage, und das war schon extrem weit weg, dass man sowas erreicht, am Marathon oder irgendwas, das war weit weg von Dimensionen, von meiner erdenklichen Menschlichkeit. Da hätte ich nie geglaubt, dass ich jemals das laufen kann. Und eigentlich ist es durch mein erstes großes Projekt ist eigentlich das entstanden, dass ich dann wirklich dann noch viel, viel, viel weiter laufen habe können. Okay. Was war dein erstes großes Projekt, wo du gesagt hast, das willst du unbedingt machen? Das war am 14. Mai 2011. Das haben wir genannt als einmal Mount Everest and Retour. Ich bin da 8-mal auf das Brucker Rennfeld rauf und runter gelaufen. Und das war eigentlich für mich so ein Projekt, wo ich eigentlich symbolisch gesehen mit meinem vorherigen Leben abgeschlossen habe. Okay.
dazu musst du es vielleicht ein bisschen erklären, was dein vorheriges Leben war. Weil, also zu Gaude, 8-mal ist Rennfeld drauflaufen, um einmal den Mount Everest quasi virtuell zu besteigen innerhalb von einem Tag. Das macht man ja normalerweise auch nicht einfach nur aus einer Laune heraus, weil man am Freitag am Abend beim Furtke so, oh ja, pff, ich hab am Wochenende eh nichts vor. entstanden ist das Projekt durch das, dass ich bin ein Trockenalkoholiker und bei einer Bergtour mit meinem Vater und mit meinen Brüdern ist das quasi die Idee entstanden, dass mein Bruder hat von einer 24-Stunden-Tour mit dem Hans Kammerlander erzählt. Da können sich Otto Normalbürger, haben sie da anmelden können, mit ihm diese 24-Stunden-Bergtour mitgehen oder einen Teilstück. Und eigentlich habe ich das alles gar nicht mal so richtig mitverfolgt, wie er mir das erzählt hat, weil eigentlich nur diese 24 Stunden haben bei mir eigentlich sofort klingelt und da haben wir gedacht, Motti, oder 24 Stunden, das könnte ich eigentlich ja auf meinem Hausberg damals das Brugger Rennfeld machen, für mich alleine, und durch das ist diese Idee eigentlich entstanden. Aber du hast zu dem Zeitpunkt noch nie so was Langes gemacht gehabt? Nein, absolut. Also ich habe vor dem erstens einmal, was der internettechnisch war, da ist damals auch noch nicht so, recherchiert habe ich gar nichts. Und ich hab da gar nicht gewusst, ob es das überhaupt gegeben hat oder irgendwas, und geschweige denn, dass ich sowas gemacht habe. Okay. Und das heißt, einerseits war es Laufen dann, nennen wir es mal, eine gewisse Suchtkompensation? Oder war es das zu dem Zeitpunkt, dass du gesagt hast, ich mache jetzt was, vorher habe ich das auch nicht gemacht, jetzt mache ich was anderes, das ist halt einfach nur schlauer? Naja, ich darf einmal sagen, für mich war es damals nicht spürbar, eine Sucht. Ich habe es erst eigentlich, ich sage einmal so 2017, wie da eigentlich der Einbruch war, wo ich nicht mehr laufen habe können durch die Knieverletzung, da habe ich es eigentlich richtig gespürt, ja, ich war süchtig nach dem Laufen, weil da war ich halt wirklich so frustriert, dass ich jeden Tag eigentlich weinend schlafen gegangen bin, und da habe ich es eigentlich wirklich erst gespürt, dass ich eine Sucht gehabt habe zum Laufen. Das heißt, du bist grundsätzlich quasi auch ein, ja, nennen wir es mal ein suchtaffiner Mensch. Ja, definitiv. Also ich bin ein hundertprozentiger, voller Suchtmensch in jeglicher Hinsicht, weil ich habe ja schon sämtliche Süchte durchlebt und ich führe ja jetzt auch andere Süchte. Naja, also ich glaube, ich würde mich selber ähnlich einordnen vom Typus, und ich glaube, man muss einfach nur eine Sucht finden, die jetzt nicht sozial anerkannt ist, weil das ist Saufen auch, sondern irgendwas finden, was einen jetzt nicht schnell hinrichtet, sondern irgendwas, was halt auch irgendwie kind of sinnvoll ist. Dass man sagt, okay, ich bin zwar süchtig, aber ich mache halt irgendwas, was eine schlaue Sucht ist. Ja, genau. Dass man loswerden, tust du das ja eh nicht mehr. Nein, das definitiv nicht. Ja. Und für mich waren ja eigentlich immer damals, so wie auch heute jetzt momentan auch wieder, eigentlich die Projekte immer im Vordergrund, und ich habe immer, wenn mich die Leute angesprochen haben, ich bin süchtig nach Laufen, sage ich, nein, das bin ich nicht, ich trainiere nur für ein Projekt. Und das ist halt eigentlich von Projekt zu Projekt gelaufen, und und somit habe ich eigentlich immer das schön abgespult, hab keinen, und naja. Ja, vor allem, das ist auch was, natürlich kannst du das Knie wehtun, so wie du gesagt hast, 2017 war nachher einfach einmal Schluss vom Körper her, aber grundsätzlich ist es ja etwas, was sehr sinnvoll ist und sehr, sehr klug ist und was eigentlich gesundheitlich hilfreich ist und nicht schädlich ist. Also so gesehen ist es jetzt da nicht, ist es ja keine destruktive Sucht. Aber zurückkommen zu der Geschichte mit dem Rennfeld. Du hast das nicht nur angesagt, dass du das machst,
sondern du hast das dann auch durchgezogen. Ja, ja, genau. Am 14. Mai 2011 war dann um 12 Uhr zu Mittag war der Startschuss. Da bin ich eigentlich reingerannt wie ein Fidschipau. Eigentlich viel schnell losgestartet worden. Hätte ich mich fast abgeschossen. Und ich habe dann wirklich tatsächlich nach 23 Stunden 05 Minuten habe ich dann das 8. Mal Rennfeldgipfel erreicht gehabt. Also da muss man schon sagen, muss man auch mal machen. Wir kennen das Rennfeld. Ja, laufbar schon, aber beim dritten, vierten, fünften Mal da hält sich dann der Spaß wahrscheinlich auch in recht engen Grenzen. Das definitiv, ja. Aber du hast dann abgeschlossen dann mit deinem vorherigen Leben. Das war ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Wenn das der Abschluss war, was hast du bitte mit 24 Stunden Waschwasserrutschen im Kapfenberger Hallenbad abgeschlossen? Eine 10-jährige Duschabstinenz? Das ist eigentlich eine Schnapsidee von meinem damaligen, wie darf ich das nennen, Manager, oder beziehungsweise der, was mir quasi immer sehr viel geholfen hat in den Anfangsjahren und jetzt Gott sei Dank eigentlich wieder aufgesprungen ist in den letzten ein, zwei Jahren. Jetzt da hilft mir jetzt wieder bei den neuen Projekten. Das ist der Beichel Andreas und der ist eh für das immer so ein bisschen bekannt geworden, dass er eigentlich immer so ein bisschen eine Schnapsidee im Kopf hat. Und irgendwann ist er halt auf die Schnapsidee draufgekommen und hat mir das erzählt und ich bin da sofort aufgesprungen, weil ich es irgendwie für geil gefunden habe. Es war aber dann nachher nicht mehr richtig geil. Also ich kann da sagen, 24 Stunden Dauerrutschen ist verdammt hart. Also es wirklich, es war einer meiner härtesten Projekte, was ich glaube ich bis jetzt gemacht habe überhaupt. Naja, ist rauf? Also du hast ja mehr als 12.000 Höhenmeter gemacht, nur durchs Hinaufklatschen. Ja, oder ja, genau. War jetzt rauf oder runter anstrengender? Beides, weil für mich, ich bin absolut kein Hallenmensch. Also ich finde das so faszinierend, so wie, ich weiß nicht, ob es kennst, den Rainer Bredl, der ja. So zum Beispiel jetzt erst vor kurzem 30 Tage auf den Laufbandl gelaufen, ja. 14 Tage, 7 Tage hat er schon gemacht, der ist ein Hallenmensch. Ich meine, er kann draußen auch gut laufen, aber der kann drinnen auch, der hat so eine extreme mentale Stärke, dass der drinnen laufen, ich kann es nicht. Also für mich war das das einzige Projekt, wo sie drinnen laufen kann. Ich war am Besuchen, da habe ich geschafft, 21 Kilometer auf einem Laufband und das war das Weiteste, was ich auf einem Laufband zusammengebracht habe. Ich kann das nicht. Ich habe versucht mit dem Radl, mit der Walze und solche Sachen, ich kann das nicht. Und deswegen ist eigentlich rauflaufen war ein Horror. Und das Runterlaufen war, weil eigentlich zum Schluss hat dann mein Arsch ausgeschaut wie ein Streuselkuchen. Vom Rutsch. Vom Rutsch. komplett voll mit Wimmerler und das war der reinste Horror. Und ich habe das sehr schön gefunden. Ja, weil zum Anschauen war es sicher definitiv schön, aber es war absolut nicht lustig. Ja, aber es war gleichzeitig quasi eine Charity-Aktion, so wie ich das mitgekriegt habe. Oder? Genau, ja. Eigentlich grundsätzlich waren ja meine ersten Projekte sowieso fast alle eigentlich Charity-Projekt und auch dieses war Charity-Projekt, da haben wir Geld zusammengesammelt und eigentlich immer in der Gegend haben wir uns dann immer ein Sozialprojekt ausgesucht und dieser Person haben wir quasi dann immer das Geld dann gespendet. Ja, es ist ja so ähnlich wie jetzt, ich bin mitgelaufen vor 2 Jahren, beim ersten Mal bei dem Schöckl-Plateau-Marathon, da war das so ähnlich, dass du quasi, dass dann alles, was rausgekommen ist, ist dann auch an irgendjemanden gespendet worden, was ich auch bei solchen Läufen auch ziemlich cool finde, was einerseits man merkt, dass es familiäre Läufe sind und da läuft man dann auch gleich nochmal so gern mit, wenn so irgendwas ist. Nein, das ist auf alle Fälle. Jetzt mein Bruder hat zum Beispiel auch in der Winterzeit so einen Marathon gemacht, auch so ein Charity-Projekt, auch für einen jungen Buben,
Und da bin ich mitgelaufen und ich muss ehrlich sagen, nach Jahren jetzt wieder mal bin ich mitgelaufen und da ist mir richtig das Herz wieder richtig aufgeblüht und das war ein Traum. Ja, nein, ich muss sagen, das ist, sowas finde ich auch gut und der Flo und ich haben da auch was im Hinterkopf für das Jahr im Sommer. Möglicherweise hast du dann auch Zeit. Aha. Es hat was mit einem kleinen Berg zu tun und dass man vielleicht 2, 3, 50 Mal aufgelaufen. Aber das wird man nicht verraten. Wir haben es schon mehrfach angeteasert, aber wir wissen noch nicht, ob wir es in welcher Form das machen dürfen. Aber der Plan ist, dass man tatsächlich den Isernberg bei Wien, der Berg, der 180 Höhenmeter ist ein Anstieg, dass wir ihn Everesten, beziehungsweise 24 Stunden machen. Aber der Anstieg hat durchschnittlich so 20%. Aha. Also du laufst die 150, 180 Höhenmeter in 1 Kilometer und 200 Meter oder so. Also das ist ein ordentliches Leiten, würde man sagen. Recht schön knackig. Richtig. Das ist die ersten 10 Mal sicher ganz witzig. Hinten aussehen, ich bin mir nicht so sicher. Ja, das glaube ich. Und auf alle Fälle tut die gleiche Strecke dann immer wieder runter oder läuft es dann irgendwie aus? Es gibt eine kleine Runde. Also es ist im Endeffekt ein Parallelweg, den es drunter läuft. Also du kannst immer eine Runde laufen, das ist ganz witzig. Und vor allem gibt es dann auch einen Weg auf und oben für Radlfahrer, die jetzt gerade mit einem Straßenradl das machen können. Und wenn wir Leute finden, dass man es gleichzeitig zum Beispiel macht, das wäre ja ganz witzig. Aha. Also ja, einfach so ein Treffen von Wahnsinnigen. Ja, lass uns mal wissen, vielleicht können wir rennen mal 1, 2, 3, 4 Mal mit. Aber keine Everesting. Dann mach halt nur 24 Stunden. Das klingt viel besser. Ja, ich glaube. Naja, wobei, 24 Stunden, du hast ja nachher noch in Hochschopf 7 Mal in 24 Stunden gemacht. Oder es rennt in 7 Tagen 36 Mal. Das heißt, diese viele Male dasselbe Geschichten, das war ja, glaube ich, in deinen Anfangszeiten irgendwie der Klassiker bei dir, dass du sagst, das muss ich ausprobieren, das möchte ich machen. Du bist aber am Anfang wenig Wettkämpfe eigentlich gelaufen, oder? Oder gar keine? Nein, ich habe schon teils immer wieder. Ich habe alle Jahre schon immer Wettkämpfe immer mitgemacht. Okay. Das schon, aber es war nie vordergründig. Es war grundsätzlich immer eigentlich, meine Projekte waren immer schwer im Vordergrund. Und die Wettkämpfe bin ich schon mitgelaufen, aber irgendwie immer nur eher zur die Form zum Halten, beziehungsweise einfach immer schauen, wo kann ich mich mit wem ein bisschen messen. Oder beziehungsweise, man misst ja einfach alle Jahre, schaut man dann ja auch, wo stehst du. Und ich habe mich dann schon gemerkt, dass ich immer besser und besser geworden bin. Ja. Das kriegst du so, wenn du nur für dich oder für meine Eigenprojekte, kriegst du es so eigentlich nicht mit, wo in deiner Form. Und ich bin kein Mensch gewesen, der was Laktat gemessen hat oder irgendwie so nach einer normalen Form, wie jeder andere Läufer, wie er da alles so hintrainieren und Intervall trainiert und bla bla bla. Das habe ich. Ich bin ein reiner Gefühlsläufer gewesen, immer schon. Mhm. Ja. Wenn man deine DOV-Statistik anschaut, dass du keine Wettkämpfe gelaufen bist, das ist natürlich so nicht, weil du hast 2011 schon die Feitsch gemacht und beim ersten Mal antreten, weil wenn du hast gesagt, du bist 2010 hast du angefangen zum Laufen, oder 2009, so irgendwas? Warte mal. Eigentlich im Winter zwischen 2007 und 2008. Es war nur so eine Winteralternative und eigentlich auch die restlichen Winter auch meistens. Aber richtig begonnen habe ich eher so 2010, 2011 eigentlich. Ich habe eigentlich erst nach meinem Großprojekt hat eigentlich die Laufszene eigentlich richtig bei mir begonnen. Okay, weil dann war nämlich die Feitsch, also der erste Ultra, der war ja dann auch 2012, also als Wettkampf. Und du hast schon mal auf 5,38 laufen, also quasi so knapp an die Top 30 sein.
da hat sich schon ein bisschen abzeichnet, glaube ich, dass du jetzt dann nicht ganz hinten im Feld bist. Und das hat sich ja nachher, wenn man die Feitsch so als Gradmesser hernimmt, weil es halt immer mehr oder weniger die gleiche Strecke ist, mehr oder weniger, die bist du ja im schnellsten bist du es nachher gelaufen in 4 Stunden 44 war es, glaube ich, das schnellste. Da warst du nachher Vierter geworden. Das heißt, du bist jetzt da schon eher vorne zu finden gewesen und bist ja bei diverse 24 Stunden, also ich bin irgendwie mitgelaufen, die 24 Stunden. Oder beim Transalpin, oder beim Zugspitz relativ weit vorne, oder beim Bitz Alpine Zweiter geworden. Also auch wenn du sagst, du hast nie gezielt trainiert auf irgendwas, also auf einen Wettkampf hin, wenn das alles nur Gefühlsläufe waren, Respekt, gutes Gefühl. Ja, das ist nichts gelungen, definitiv nicht. Also wie gesagt, ich bin die Wettkämpfe, also das ist für mich nie im Fokus gewesen, dass ich sage, ich möchte mich für einen Wettkampf, ich bin ja, das ist auch ein gutes Beispiel, für mich war grundsätzlich auch immer ein Marathon unter 3 Stunden, wollte ich einmal in meinem Leben schaffen. Ja. Ich bin aus meinem Training außer ohne null mich zu vorbereiten, 254 Grad unten gerannt, das war's. Da sind Leute zu mir hergekommen, haben zu mir gesagt, alter Rambo, voll geil, das nächste Mal rennst du schon 245. Sag ich, ja, ich weiß, dass ich das könnte, wenn ich mich vorbereiten würde. Will ich aber nicht. Ich bin einmal 254 gerannt, ich habe es geschafft, unter den besten 5% zu schaffen, österreichweit oder europaweit, keine Ahnung, wie das eingestuft wird, das habe ich geschafft und ich bin nie mehr am Marathon in der Zeit gerannt, geschweige denn überhaupt, glaube ich, das war überhaupt, glaube ich, der letzte Marathon, was ich überhaupt dann gerannt bin. Das hat das nicht das interessiert und auch andere Wettkämpfe, es hat mich gereizt, aber immer nur für meine Projekte, nur, dass ich meine Form quasi ein bisschen halten habe können oder Spritzigkeit zusammengebracht habe. Aber du bist das jetzt dann nicht früh aus dem Training rausgelaufen. Also, dass du sagst, ich habe 100 Kilometer Wochen gehabt und am Schluss laufe ich noch den Wettkampf. Also, du hast schon geschaut, dass du den Wettkampf zumindest regeneriert in Angriff genommen hast. Nein, wenn du jetzt gesagt hast, nein, ich bin am Vortag auch noch 50 Kilometer wandern gewesen, dann hätte ich jetzt gesagt, gut. Das habe ich dann schon in den Fokus quasi eingenommen für diese Woche oder irgendwas oder von mir aus auch eine Woche vorher noch, dass du sagst, okay, da hast du dann keine große Einheit mehr gemacht. Die haben mich dann so schon ein bisschen vorbereitet, aber im Großen und Ganzen. Kein Plan, aber gezielt. Ja, genau, definitiv. Okay. Ja. Aber du bist dann, und du bist bei den Projekten, bist dann irgendwann einmal abgekommen, ein bisschen von diesen 24 Stunden oder im Kreis oder irgendwie dauernd auf wie ab irgendwo. Und hast dann, ich weiß nicht, wann war das, mit Bruck Medolin bist du einmal gelaufen? Also genau. Von Kukunabur nach Medolin? Ja. Wie weit ist das eigentlich? 450 Kilometer. Und? Straße oder bergauf, bergab? Nein, ich bin hauptsächlich als Straße gelaufen. Ich habe zwar ein paar tausend Höhenmeter zusammengebracht, ich glaube 5.000, 6.000, glaube ich, aber das war hauptsächlich eher ein Straßenprojekt. Okay. Und wann war das? 2015. Im Mai 2015, weil da habe ich, das war genau der Sprung im 2015er Jahr, habe ich bei meiner damaligen Firma angesucht, damit ich Teilzeit beschäftigt nur mehr sein kann. Und dadurch, es hat sich ein bisschen verschoben mit dem Dienstbeginn, also wie das eigentlich anlaufen hätte sollen. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann ein ganzes Monat freigekriegt habe. Das war das Monat Mai. Und da habe ich zu meiner damaligen Frau, habe ich dann damals gesagt, du hoch zu, weil es war der Kroatien-Urlaub war eigentlich schon gebucht, eben da unten in Medolin. Und dann ist mir die Schnapsidee gekommen, dass ich zu meiner Frau dann gesagt habe, du hoch zu, weißt was, es gibt eigentlich 2 Challenge. Die eine Challenge ist, ich laufe nach Medellin und die andere Challenge ist, du fährst nach Lahm mit der Kleinen
mit dem Auto nach Medellin, weil sie ist eigentlich auch noch nie so weit gefahren mit dem Auto. Und sie hat mich zwar ein bisschen gefragt damals, ob ich nicht ganz tief bin, aber wer mich kennt hat oder kennt, das ist mir nicht mehr, was in den Schädel setzt, dann ziehe ich das durch. Und sie wusste die Antwort eigentlich schon. Ja, das ist definitiv, ja. Und sie lachte, nein, ich bin nicht ganz dicht, aber das machen wir trotzdem. Ja, sowieso. Wie lange warst du unterwegs? War 400 Kilometer? Eine Woche? Oder? 6 Tage war ich unterwegs. 6 Tage, das heißt jeden Tag so ja, zwischen 50 Kilometer. Ja, zwischen 50 und 80 Kilometer. Irgendwo ja, da mal drum, habe ich da sein Wetter braucht. Wie lange hast du offen? Ja, wie lange hast du eine Erholung? Also genau, du hast draußen gelaufen, also irgendwo einfach daneben des Weges oder irgendwie mal eingekehrt? Nein, nur draußen habe ich bivakiert, irgendwo. Okay. Auf einer Wiesn oder einmal beim Friedhof. Was hast du mitgehabt als Gepäck? Also wie viel, was kann man sich vorstellen? 12 Liter, 15, 20 oder was hast du da alles mitgehabt? Rucksacktechnisch weiß ich jetzt keine mehr die Liter zu sagen, aber es waren ungefähr so 4-5 Kilo. Eigentlich, ich habe noch einen Biwaksack gehabt, einen kleinen Schlafsack, ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen eine Regeln. Dann, was du dann brauchst, halt auch so ein Akku-Pack, Kabel und so Zeug, ein Handy. Ich habe nicht wirklich viel mitgehabt, eigentlich. Und den Rest quasi am Weg besorgt, wenn man halt irgendwo vorbeiläuft. Genau, ja. Auf der Straße. So Zeug war, ja, genau. Ja. Gasthaus rein, ein Schnitzel gegessen. Naja, wenn der Morgen halt, geht's ja. Gemacht habe ich es auch mal. Ich weiß nicht, bei irgendeinem Projekt war es definitiv einmal, dass ich meine bin. Ein Schnitzel essen. Naja, entweder war es das wahrscheinlich, oder es war von Chamonix auf dem Mont Blanc und dann wieder zurück, oder? Ja. Oder war das, du bist ja einmal von Chamonix nach Druck auch zurückgelaufen? Das erste Jahr war 2016, da wollte ich von Bruck an der Mur am Gipfel des Mont Blanc laufen. Da habe ich ja leider bei der 15. Etappe habe ich leider in der Schweiz aufgeben müssen. Okay, warum? Und da ist mir die Fußschaufel ist mir quasi eigentlich schwerstens entzündet. Das ist ein ich glaube, das heißt Beinhautentzündung oder irgendwas. Ne? Wenn da das Schienbein da auf und zu komplett anspült. Und das war eben komplett zu, bis zur Fußschaufel komplett. Ich habe fast meinen Fuß nicht mehr abwinkeln und abbiegen können. Und ich habe dann eh Zeit versucht, weiterzulaufen und all das. Aber ich habe da keine Chance. Ich bin dann zum Arzt dort gegangen und mit Kalt auflegen und allem möglichen und schmieren. Keine Chance mehr. Also da war am nächsten Tag war dann, da bin ich noch ein Stückchen weiter gerannt, aber da bin ich wirklich dann echt schon einmal zum nächsten Ort gelaufen und da war dann komplettes Tilt und mein Bruder hat dann auch versucht, mir einzureden, bitte, bleib noch und lauf, probier noch. Eigentlich wollte er mich überraschen, aber das hat er mir dann erst nachher verraten, dass genau an dem Tag wollten sie eigentlich ankommen in der Schweiz und mich ein bisschen motivieren und mich ein bisschen pushen, aber es war da leider schon Ende im Gelände und ich bin rein in den Zug und ab nach Hause und ich hab nicht mehr können. Und dann im 2017er Jahr bin ich von Chamonix eben heim über die Seven Summits der Alpenländer heim nach Bug an der Mur. Ja, das sind 1400 Kilometer, glaube ich. Genau, ja, 1396 Kilometer habe ich gehabt und 45.000 Höhenmeter. Das war jetzt aber ein bisschen länger wie eine Woche. Ja, das war ein bisschen länger. Da habe ich 24 Etappen gehabt. Okay. Es aber, war ein bisschen schneller. Wieder draußen geschlafen. Da habe ich eigentlich sämtliche, ich habe mich so weit vorbereitet, dass ich sage, ich habe ein Team mitgehabt. Da bin ich nicht mehr auf Selbstversorger unterwegs, weil ich aber ein Team mitgehabt, die was mich begleitet haben, die ganzen drei Wochen. Und eben, ich habe ein Hotelzimmer gesponsert gekriegt, alle Tag. Ich habe da bei meinem Hauptsponsor anrufen können. Und die Sekretärin dort hat mir jeden Tag
ein Hotel gebucht, beziehungsweise für mich und für mein Team. Ich habe eigentlich alle Sicherheiten ausgenommen, woran es scheitern kann. Ne? Ja, und das war tatsächlich, das war quasi 2017, das war ja dann dein letztes richtig großes Projekt, glaube ich. Ja, genau. Bevor mal Pause war. Und du, wie du jetzt schon gesagt hast, du hast nachher quasi auch einen Hauptsponsor gehabt, wo der dich quasi unterstützt hat, weil allein wahrscheinlich so eine große Geschichte schwierig wird. Ja, nein, das war damals definitiv nicht mehr zum Stemmen gewesen. Vom finanziellen und vor allem her nicht mehr. Also wenn ich den Hauptsponsor damals nicht gehabt habe, da bin ich schon schwerstens auch dankbar. Der Hauptsponsor ist ja jetzt auch mein Dienstgeber, also da bin ich schon schwerstens dankbar. Ja. Okay, das heißt, das ist es aber jetzt da kein Laufverein, eine Laufmarke oder sonst irgendwas, sondern wirklich jemand, der sagt, den wollen wir, den mögen wir, den unterstützen wir. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Team Salomon, Adidas, Innovate, weiß der Geier, wie sie alle heißen. Nein, das war definitiv eben eine Firma, beziehungsweise ich kann es eh sagen, das ist eine Transport- und Logistikunternehmen, die Firma Innofreit. Und die, wie soll ich sagen, eigentlich durch den Boberger Werner bin ich zu Erna gekommen und habe Erna kennengelernt. Und die sind eigentlich sehr begeistert gewesen über meine Projekte und durch mein soziales Engagement. Die Firma oder der Firmenchef quasi hat auch so ein bisschen einen Hang für soziales Engagement. Und das ist eben mit dem Boberger Werner, da haben wir uns, wir drei, treffen uns da sehr gerne in der Mitte und haben wir da immer wieder bei uns da in der Gegend eben, wie soll ich sagen, Familien unterstützt quasi, und das hat eben den Hauptsponsor oder eben den Firmenchef so gereizt, dass er da damals aufgesprungen ist. Nein, das ist dann super. Vor allem die Geschichte mit sozialen Projekten, auf das kommen wir nachher eh nochmal. Also da haben wir auch schon vorbesprochen, aber ich würde gerne abschließen. Du hast das durchgezogen, dann hast du quasi 1400 Kilometer mal abgerissen in einen knappen Monat im Endeffekt. Wo du sagst, vielleicht wäre es noch ein bisschen schneller gegangen, aber es war, vielleicht gibt's noch ein FKT und hurra, ich schaff's in 20 Tagen oder was nicht. Aber man muss halt zuerst einmal machen. Das, dass das eigentlich keiner noch vorher gemacht hat. Ich weiß, dass das, da habe ich durch Recherche, es gibt Leute oder Personen, die was das mit dem Radl schon gemacht haben, aber lauftechnisch hat das keiner gemacht. Noch. Und das einfach beim ersten Mal, also man sicher braucht man nicht reden, beim Vorjahr habe ich es in die andere Richtung schon versucht gehabt, aber trotzdem diese eine Richtung war eigentlich das erste Mal, und dass das dann so aufgegangen ist, war ich eigentlich eh schwerstens froh, und braucht man nicht reden. Also es hat dann schon gewisse Situationen gegeben. Zwischen 20 und 21 Tagen war definitiv drinnen. Ne? Aber wäre auch nie mehr auszufinden. Aber das war jetzt da auch nicht, das war nicht Straßen, sondern das war nachher wirklich auch Trail. Ja. Also das war Offroad. Ist eigentlich Trail oder Straße deins? Nein, hauptsächlich nur Trail. Also ich bin der absolute Trail-Mensch, und umso technischer es wird, umso besser und geiler wird es für mich. Okay, das heißt, du bist eher für Skyrunning und solche Geschichten, was wirklich technisch ist, das sind dir lieber als eine Forstautobahn. Ja, genau. Ich habe leider damals waren, da hat mich das immer so extrem fasziniert, das Skyrunning und die Vertical Up und solche Sachen. Ich bin leider dann nie mehr so richtig dazugekommen, eben durch die Knieverletzung. Und durch die Knieverletzung hat sich dann in meinem Leben so extrem viel verändert, und ich bin aber dieser Situation trotzdem extrem dankbar. Ja, aber das war 2017 halt nach dem richtigen großen Projekt, da hast du gesagt, war dann da war dann das Knie einmal im Vordergrund und hat deine nächsten Jahre, glaube ich, bestimmt, im Sinne von, der Körper sagt einmal, jetzt wird nimmer gelaufen, jetzt wird einmal
geheilt. Ja, durch, aber obwohl ich sogar Heilung von selbst ist gar nichts mehr, eigentlich hat nicht mehr funktioniert. Ich habe dann alles Mögliche ausprobiert, sei es Stoßwellentherapie, Cortison, Spritzen und bla bla bla, was man halt alles so, Therapien und alle möglichen Sachen. Es hat eigentlich, hat sich dann hingezogen, 2 Jahre lang, hat sich überhaupt nichts verbessert, es ist eigentlich immer gleich geblieben und dann habe ich aus Verzweiflung dann Gott sei Dank im Ende 2018 einen sehr guten Arzt bei uns da in der Gegend kennengelernt, da bin ich halt hingegangen und mit dem habe ich dann einen operativen Termin vereinbart und im März 2019 habe ich das Knie dann operieren lassen und dann hat es halt auch wieder lang gedauert mit der Heilung, auch knapp jetzt da fast 2 Jahre wieder, aber da habe ich halt dann nebenbei schon ein bisschen wieder wandern, Bergsteigen, habe ich schon keine, vorsichtig laufen, auch immer wieder mal, aber immer wieder halt mit Schmerzen und eigentlich, wie gesagt, fast 2 Jahre später, dann habe ich vorsichtig wieder versucht, an meinen großen Distanzen wieder heranzutasten. Und was hast du gehabt? Also was war denn das Problem? Chronisches, oder sagen wir mal so, ein schwer chronisches Patellaspitzensyndrom eigentlich schon. Okay. Also das Patellaspitzensyndrom, da kennen wir einen anderen sehr guten Bekannten von uns, der ist jetzt damit von einer Viererstaffel mitunter beim Race Around Austria. Mhm. Der war früher ein super guter Läufer, man jetzt kann er wieder laufen, jetzt kann er wieder Skiberg steigen und kann er wieder Radl fahren, aber der hat auch irgendwann genau mit demselben Syndrom hat ihm quasi den Stecker gezogen und war mal wirklich Schicht im Schacht. Also das ist was, glaube ich, das nichts ist, was so in 2 Monaten weggeht, wenn man es so hört. Nein. Das, also wenn du das nicht früh genug abfangst, und bei mir war ja leider Gottes, ich habe das, die Warnsignale, also dieses Stechen im Knie, das bin ich sowas von drüber gelaufen, das habe ich absolut nie wahrgenommen, aber immer, es ist halt das Problem, als Ultraläufer läufst du ständig mit Schmerzen und da übersiehst du halt gern einmal diese anderen Schmerzen, was eigentlich in dem Sehnen, Muskelbereich reingeht und was da absolut nicht mehr zu einer Heilung von selber kommt und wenn du das nicht richtig früh genug abfängst, dann hast du keine Chance mehr. Nein, da hat uns bei einem anderen Interview die Julia Lipedes hat uns das erzählt, die ist gelaufen, denn wie heißt das, Tennessee, also durch Tennessee an 500 Meilen, Kilometer noch, weiß ich nicht. Egal, also ein Straßenlauf quer durch einen ganzen amerikanischen Bundesstaat ohne Crew, sondern wirklich Selbstversorger. Und sie hat sich während dem Laufen den Oberschenkel gebrochen. Wow. Ein Ermüdungsbruch. Und hat es nicht gemerkt. Yeah. Weil sie gemeint hat, naja, es war halt ein Körperteil, der zusätzlich weh hat, aber es hat alles andere auch so weh, und sie hat es erst nach dem Lauf bemerkt. Wow. Vom Arzt. Und da habe ich mir gedacht, da merkst du halt, dass man Wenn du beim Ultralaufen einen gewissen Schmerzlevel erreicht hast und den ausblendest, kann halt auch echt was hinwenden und du merkst das nicht einmal, weil eh alles andere auch weh tut. Ja, ja. Es ist schon ein gewissen, also da musst glaube ich schon ein bisschen am Boscher haben, dass du sowas machst. Ein bisschen ist lieb ausgesprochen. Also ich habe immer, wenn mir irgendwer das gesagt hat, ob ich einen Vogel oder irgendwas habe, dann habe ich gesagt, also eben einen richtigen Poscher habe ich, weil du musst einfach deppert sein, wenn du sowas machst, weil ein normaler, gesunder Menschenverstand lässt dich sowas nicht machen. Also du musst, und Ultraläufer in dem Fall gibt es ja auch gar nicht so richtig viel. Ich meine, es gibt zwar immer wieder schon die, was das fasziniert, die, was dann aufspringen und die, was das austesten, sage ich mal. Aber die meisten bleiben nicht hängen, weil das kannst fast nicht lang durchziehen, weil den Tag schon so lang durchziehen, das ist unmenschlich. Ja, vorbei, es gibt dann Menschen, denen taugt ja gerade das sehr. Wir haben ein Interview gehabt mit Tom Wagner aus Graz.
wenn seine Lieblingsdistanz offenbar die 100 Meilen sind. Und wenn deine Lieblingsdistanz einmal 160 Kilometer sind, dann bist du auch ein ganz spezieller Menschentyp. Ja, das ist auf alle Fälle. Ich kenne ihn Tom sehr gut, ja. Geiler Harry. Es ist wirklich großartig, aber wenn man sich anschaut, dass er wirklich immer auf die langen Distanzen unterwegs ist und immer auch super flott, ganz, ganz selten, dass du das so lange durchhalten kannst, weil der macht das ja auch schon seit einer zweistelligen Jahreszahl. Aber du bist jetzt auch nach Verletzung, Operation, Heilungsprozess jetzt wiederkommen und 2021, schau an, in 24 Stunden viermal im Glockenlauf marschiert. Ja. Das heißt, auch die Pause hat es nicht besser gemacht. Du. das war für mich war halt, weißt du, immer ein Traum, ein geiles Abschlussprojekt zu machen. Und das war damals immer schon für mich der Großglockner, die Königin, ich sage mal, bei uns in Österreich, in den Alpen, das in 24 Stunden zu bestreiten. Das war vor 4-5 Jahren eben schon, wie zum damaligen Zeiten, war das eben mein Traum. Und ich habe immer gesagt, so weit möchte ich mich zurückkämpfen, dass ich das noch einmal schaffe. 2021, ich sage mal so, das erste Projekt, Probeprojekt, sage ich mal, am 14. Mai 2021, genau 10 Jahre später, mit 10-mal am Reichenstein zu laufen, war für mich Signal genug, das Knie hält. Ich kann den Großglockner machen und im 21. August eben 2021 habe ich dann das geschafft, dass ich 4-mal am Großglockner laufen kann. Aber das scheint mir, als ob du immer so ein Alleinläufer warst. Und bei Wettkämpfen waren halt andere Leute auch dabei. Aber bist du jetzt eigentlich ein Gemeinschaftsläufer, ein Alleinläufer, ein Wettkampftyp? Wie würdest du die einkategorisieren? Weil die Projekte machst du ja allein. Nein, ich darf schon definitiv sagen, dass ich ein schwerer Alleinkämpfer bin oder aber auch Wettkampftyp bin, weil ich grundsätzlich immer schon eine Kampfsau bin. Aber grundsätzlich, ich hab's am liebsten allein. Wenn zum Beispiel beim Wettkampf sich jemand versucht hat, bei mir mitzuhalten und ich hab das gespürt, dann habe ich immer versucht, den abzuschütteln. Also da bock ich gar nicht, wenn da irgendwer sich da an mich herangeklebt hat und selbst beim Autofahren mag ich das nicht einmal. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, und da klebt einer hinter mir, das macht mich ganz nervös, den muss ich losschütteln, das geht nicht. Das heißt, du bist aber gemeinschaftliche Läufe, dass du sagst, zum Wochenende, weiß nicht, 30 Kilometer gemeinsam irgendwo hin, weiß nicht, aufs Nossfeld, aufs Rennfeld, auf, keine Ahnung, am Hochschwab auf. Machst du solche Sachen dann auch und machst nur deine Projekte allein? Oder sagst du, nein, du willst allein sein, beim Laufen und Nachdenken oder an nichts denken oder Musik hören oder irgendwas? Ich war grundsätzlich auch im Training eigentlich auch immer alleine unterwegs, aber es hat zu der damaligen Zeit bis Jänner 2017 habe ich 3-4 Jahre lang solche Gemeinschaftsläufe, den sogenannten Donnerstagstrail habe ich veranstaltet, dann war jeden Donnerstag um 17.35 Uhr im Raum Bruck-Kapfenberg-Leon, haben wir uns da getroffen und da habe ich eigentlich immer so einen Gemeinschaftslauf gemacht. Das hat mich immer sehr fasziniert, der geht mir eigentlich heute noch immer noch ab. Bin nach wie vor immer wieder am Spekulieren, eigentlich schon die letzten 2 Jahre. Gibt es irgendwann wieder dein Donnerstagstrail 2.0? Hole ich das wieder irgendwie ins Leben? Das muss ich schauen. Weißt du, wie gesagt, das ist nach wie vor, aber derzeit ist es nicht mehr so, weil ich eigentlich die restliche Freizeit definitiv immer entweder mit der Familie, mit meiner Tochter oder eben mit meiner Frau genieße, dass ich mit ihr am Berg kann. Und da habe ich eigentlich
weißt du, dann kommt dann mein Bruder einer und der möchte da hin und wieder mit mir und ich habe da fast keine Zeit mehr mit Freunden. Also hin und wieder schon, aber das ist wirklich ganz, ganz selten einmal. Nein, bei uns ist es halt, wir haben es wirklich schon oft gehört, dass es dass Leute es sehr, sehr interessant finden, dass wir bei Wettkämpfen zu viert oder zu fünft, also dass wir wirklich eine Runde sind, die aber einen Wettkampf im Endeffekt gemeinsam an 100 oder 70 Kilometer Lauf gemeinsam laufen. Jetzt nicht ganz vorn dabei. Das kennt ihr absolut nicht. Weil das quasi, also da war ich ja damals immer, wenn ich zum Beispiel beim Wettkampf hingehe, da hat mich dann immer gereizt, wie weit komme ich, beziehungsweise du hast ja ein bisschen die Statistik ja eh vorher durchgegangen und da sieht man ja, dass ich grundsätzlich, ich bin immer einer der vordersten Frontmänner gewesen, sei es Dritter, Zweiter, Vierter, Erster, keine Ahnung. Ich bin auch die Wildsau dort dran, bin ja auch die große Distanz ein paar Mal mitgerannt, ich habe ein paar Mal gewonnen und solche Sachen. Und da geht nichts mit mir gemeinsam, weil da weiß ich ganz genau, da fängt es mir hinten noch so ein Anzipfen an, weil da hätte ich dann auf dem Podest sein können oder irgendwas und das gewinnen und dann zipft es mir an. Es ist zwar lustig irgendwie, aber im Wettkampf oder irgendwas, das kennt ich absolut überhaupt nicht. Wie ist es dann aufgegangen beim Transalpin? Weil der Transalpin, den musst du halt zu zweit machen. Ja, das stimmt. Es ist aber, den habe ich mit einem sogenannten sehr guten Freund, habe ich das damals gemacht. Das ist der Patrick Andreas. Der ist damals auf mich zugekommen. Das hat mich sehr geehrt, dass er mich gefragt hat, ob ich mit ihm das gemeinsam laufe. Ich habe das auch gewusst. Er hat es auch gewusst, dass ich schon der Stärkere von uns zwar bin, aber ich habe das mit mir selbst vereinbart. Nein, du rennst da jetzt mit dem Andi, du machst anscheinend wirklich eine geile Woche mit ihm gemeinsam und das hat auch wirklich super funktioniert und das hat mich absolut nicht gestört, dass du, mein, der Andi ist grundsätzlich ja ein sehr guter Läufer, auch ein Floater. Ja. Und das hat eigentlich voll gut gepasst und ich war echt mega happy. Das war einer, glaube ich, einer meiner geilsten Wettkämpfe, was ich gemacht habe und das mit dem Andi, das war für mich ein sehr großer Erfolg. Nein, das, also auch seine Statistik, es ist jetzt, er hat jetzt auch nicht erst gestern zum Laufen angefangen und er läuft jetzt auch eher längere Distanzen, also das schon, aber mich hat es halt interessiert, weil dem Papier nach bist du halt auf jeder Distanz ein Eizerl schneller und wenn du sagst, du willst dann schauen, was geht und du wirst dann quasi gezwungen, dass du auch Tempo laufst. Das musst du quasi vorher wirklich selber im Kopf ausmachen und sagen, wir laufen zusammen. Und dann wird's gut. Nein, das habe ich definitiv. Das, bei mir zu Hause, das, für mich selbst habe ich das abgesprochen. Nein, das ist so das. Und grundsätzlich, es haben wir dann viele auch dort gewusst, so und so. Und das war einfach so und fertig. Just for fun und es war extrem geile Woche, das hat mir voll da. Ja, ich hoffe, dass ich den irgendwann nochmal auch noch machen kann, weil bis jetzt jeder, der den Transalpin dran gemacht hat und den fertig gemacht hat, gesagt, den musst du irgendwann machen, das ist wirklich ein geiles Rennen. Das ist wirklich eine geile Woche, das du zu zweit erleben kannst. Absolut. Und ja, absolut. Also das steht definitiv noch auf der Liste. Ja. Na, dann schauen wir, dass wir im gleichen Jahr rennen, weil mein Bruderherz möchte dann auch unbedingt mit mir gemeinsam laufen und das habe ich auch mal versprochen, dass wir dann irgendwann einmal gemeinsam rennen und das täte mir extrem taugen mit ihm auch gemeinsam und vielleicht passt es dann, sagen wir, im selben Jahr und ja, war ganz gut. Eine geile Geschichte. Also, der Flo ist halt schon mal gelaufen, hat aber müssen aussteigen, weil er sich weh dann hat. Und da alle gesagt haben, wahrscheinlich hätte er vielleicht irgendwie weiterlaufen können, aber du wirst ja auch nichts tun, dass du nachher das eine fertig machst und dann halt ausfallst für lang. Und da hat er abgebrochen. Und er hat gesagt, das müssen wir zwar irgendwann einmal machen. Und dann habe ich gesagt, ja, schauen wir, dass wir vielleicht, was nicht, 23 oder 24 das wirklich einmal angehen. Wir haben vorher ein Thema gehabt. Und zwar
neue Projekte. Du hast ja jetzt auch 2022 dir wieder was Neues vorgenommen. Und bevor es vielleicht ein bisschen Teaser gibst, noch so eine Frage. Wie lang bereitest du auf so ein Projekt überhaupt vor? Also von ich habe eine blöde Idee bis ich führe es durch. Wie lang ist der Zeitraum im Normalfall und wie bereitest du dich vor? Also was machst du da alles? Zu meiner damaligen Zeit war es einfach so, da bin ich permanent kränkt, also da war es eigentlich voll wurscht, da habe ich nie so 100% jetzt richtig vorbereiten müssen, so spezifisch. Jetzt ist es so, dass ich nach dem Glockner-Projekt habe ich eigentlich zweieinhalb Monate mich eigentlich schleifen lassen, da bin ich fast gar nichts mehr kränkt und habe eigentlich jetzt so Anfang November, Mitte November habe ich jetzt da wieder angefangen, ein bisschen wieder mehr zu trainieren. Und ich sage einmal so, das wird halt sukzessiv, wird es halt zunehmend, meine Läufe werden halt dann immer wieder länger, dass ich einfach meine Muskeln wieder gezielt vorbereiten kann. Und ich habe mittlerweile auch schon wieder begonnen, ich habe jetzt zwei längere Läufe eben schon wieder gemacht und ich sag, bei mir ist halt genauso auch da jetzt nach wie vor, ich bin ein Gefühlsmensch, ich hurche auf meinen Körper ein, das was geht, geht und ich versuche aber auch definitiv, ich muss auch immer schauen, ich hurche in mein Knie immer ein bisschen ein, ich darf es nicht zu übertreiben, beziehungsweise es ist auch bei mir so, ich möchte nicht mehr in dieses Suchtpotenzial einkommen, einkippen mit dem Laufen und ich bin eigentlich eh schon wieder ich tue mir eh schon wieder schwer, weil eigentlich witzigerweise war es so, das Jahr 2021, diese Vorbereitung für den Glockner, für das Glockner-Projekt, da habe ich mir fast ein bisschen schwerer da eigentlich mit dem Laufen als wie jetzt, weil jetzt das Glockner-Projekt habe ich sicher abgeschlossen, das Knie hat gehalten, war eigentlich ein schwerer Kampf mit da zum zurückzukämpfen, so vorsichtig heranzutasten, bin eigentlich immer auf drei Viertel Mast gelaufen und jetzt ist eigentlich Reini wieder so mit Genuss wie damals und deswegen ist es die Gefahr, dass ich eigentlich wieder in das Suchtding einlaufe und das wieder zu sehr übertreibe, also da muss ich mich immer selber jetzt wieder schön zurück überholen, nein, Andi, das machst du nicht und das geht halt nicht und du laufst halt nicht so weit und auch wenn du spürst, es geht noch gehen und du könntest noch rein und ich möchte es nicht wieder übertreiben und ich will schon gar nicht, dass ich mein Knie noch einmal eben so in einer Verletzung einrein. Also, es fällt mir jetzt echt ein bisschen schwer, dass ich den Satz sage und ich weiß, dass jetzt da ganz viele Menschen drüber lachen werden, aber und ich muss jetzt auch noch zweimal Luft holen davor. Aber wäre das nicht quasi ein Anlass dafür, dass du da jemanden nimmst, der quasi dir dein Training plant und dir quasi dich da, also die vor dir selber schützt und die einteilt und sagt, hör zu, mach, du willst das und das zu erreichen, also trainier halt so und so. Jetzt da nicht wirklich ganz strikt mit heute darf das und morgen darf das und sondern einfach so einen groben Plan zu, guck zu, mach das so weit oder übertreibst dort nicht oder da nicht, einfach der das von außen sieht, weil man halt sich selber auch oft einmal anders einschätzt, als es dann auch wirklich ist, sondern wenn man sich, ach, das geht schon, alles super. Und, also, ich würde es da nicht zu einem Trainer raten, aber das bringe ich auch nicht wirklich über die Lippen, aber so, hast du das schon mal überlegt? Ich kann da nur sagen, für mich ist das ein schweres No-Go. Ich traue mich zu wetten, mit einem Trainer wäre ich nie so weit gekommen, als was ich jetzt wirklich gekommen bin. Und hätte nie so 100%, weil einen Trainer zu finden, der was für mich maßgeschneidert solche lässigen Trainingspläne schreiben kann, ich glaube, da kenne ich nur eine Person für mich persönlich, wo ich sage, der kennt jetzt eventuell nur
Also, lieber Kerl, aber ich mag trotzdem nicht so viel gehen. Und vor allem, ich habe es damals mit einem Trainingsplan versucht. Das ist, ich weiß nicht mehr, 7, 8 Jahre her. Das war, ich glaube, da hätte ich das für ein Hochschwab-Projekt damals, habe ich das versucht. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da war mir das Geld zu leid. Wirklich. Das hat damals 100 Euro gekostet. Und das Problem ist, das war nicht nur unbedingt das Geld, was mir da laut war, sondern ich habe ja mich belogen, ich habe ihn belogen und habe einen Haufen Geld gezahlt. Weil ich habe das nicht eingehalten, was da oben gestanden ist. Weil es war ein geiler Tag und da ist oben gestanden, ich soll 5 Kilometer rein. Ja, beim geilen Tag, hörst die Sonne scheint, hörst rein, ich kann nicht 5 Kilometer. Da rein ich auf am Berg und da wollte ich das Gipfelkreuz abklatschen und zack, rack und oben und vielleicht eventuell beim nächsten Hügel dann noch auf, weil es einfach schön war und ich habe ein bisschen Zeit gehabt. Und da hat mich das nicht interessiert, was da am Trainingsplan steht. Tut mir leid. Das ist nicht gegangen. Und ich, wie gesagt, ich bin ein reiner Gefühlsläufer und bis auf das... Offene Türen. Ich habe das jetzt da jahrelang genau so gemacht. Also der Flo ist ja der Trainingsplan-Knüppler, der wirklich sklavisch dem Trainingsplan gefolgt ist. Und mein Trainingsplan war nix, Marathon. Nix. Ah, super, was läuft man heute? 35, nix, Ultra. Also so, wenn es halt gerade passt. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Manche sagen, vielleicht war das der Grund, dass ich so einmal im Jahr dann auch krank war, weil einmal hat der Fuß weh da, dann hat das Knie weh da und so weiter. Bestreite, aber möglich. Aber ich kann deinen Gefühlszustand sehr gut nachvollziehen, deswegen habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einmal mit einem Trainer. Wenn es aufgeht bis zum Innsbruck Trail, dann ziehe ich meinen Hut, ich ziehe das jetzt ein halbes Jahr mal wirklich durch und mache genau das, was ich mir aussage. Und wenn es schief geht, und mir ist völlig wurscht, warum es schief geht, ob ich dort Durchfall habe, oder ob man das Knie weh tut, oder ob es regnet, ist mir wurscht. Wenn es schief geht, ist er schuld. Und zwar nur er. Grundunerheblich. aber zurückzukommen auf das mit dem Projekt vorbereiten. Bei Chamonix Bruck. Da hast du ja gesagt, du hast schon einen Plan gehabt mit 24 Etappen und wo du schlafst und solche Geschichten. Beim Glockner, das ist ja logistisch einfacher, weil es ist halt hier mal auf die Arbeit. Wie akribisch planst du das? Also oder bereitest du dich vor, quasi mit Strecken, mit Crew, mit was du isst, was du trinkst, was du mitnimmst, was du einpackst? Ist es eher so ein 2 Wochen oder eher 6 Monate Vorbereitung? Nein, das ist dann, aber das mit dem Essen und das ist keine Vorbereitung, aber grundsätzlich ist schon eher eine 6 Monate Vorbereitung und solche Sachen, beziehungsweise du musst dann schon sämtliche Leute abchecken, wer hilft da, dann muss ich das einteilen, wer wie wo, auf was für ein Posten quasi ist und das mit dem Essen und solche Sachen. Grundsätzlich muss ich da auch projektbedingt immer einfügen, was ist da machbar. Beziehungsweise was hast du am Vortag gegessen. Ich bin eigentlich für mich selbst nie draufgekommen, was mir am besten gut tut, was ich am Vortag essen sollte, damit ich am nächsten Tag eigentlich einen super Morgen habe. Jetzt kannst du auch eigentlich immer nur einhuchen, wie geht's dir da dabei. Und ich sage immer so, eigentlich, mein Know-how ist eigentlich meine mentale Stärke, mein Kopf. Das, was mich eigentlich meistens eigentlich, sage ich mal, das durchziehen kann oder mich gewinnen lässt quasi, dass ich das machen kann. Und sicher bin ich bei einigen Projekten auch gescheitert, das braucht man nicht reden. Das ist einfach so, Ultralaufen, der, was sich auskennt mit deinem Milieu, der weiß, Ultralaufen ist nicht einfach gleich ein Fingerschnippen, weil an 10er kann ich bald einmal runterklopfen. Also, aber wenn ich dann einmal 100, 120, 150 Kilometer rennen möchte, da sind so extrem viele Faktoren, was da passieren und da musst du einen extrem starken Schädel haben.
und nur der durch deinen starken Schädel gewinnst eigentlich. Zum Projekt 22, willst du schon ein bisschen einen Teaser geben oder wollen wir uns das für vielleicht das nächste Mal aufbehalten? Ich sage einmal so, es wird definitiv spannend. Es wird ein Projekt werden, sagen wir mal, mit 30 Gipfeln. Eine lässige, geile Geschichte. Lasst euch überraschen. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, das Jahr 2022 wird ein geiles Jahr werden. Weil ich glaube, dass ich mich da jetzt da anders und besser vorbereiten kann, als wie für das 2021er Jahr. Naja, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, wir werden das begleiten, wir haben vorher schon darüber geredet, wir dürfen das Ganze begleiten und ein bisschen verfolgen, wie es halt jetzt davon, die Idee ist entstanden, die über, wie es nachher, wie geht's mit dem Training, bis hin zu, wie läuft das Projekt dann, wenn es läuft, ab. Also auf das freue ich mich schon sehr. Und deswegen könnt ihr euch gleich darauf freuen, quasi als kleine Miniserie vom 22er Jahr dürfen wir in Rambo begleiten. Das wird sicher eine ziemlich geile Geschichte. Und dann haben wir jetzt noch ein letztes Thema, auf das wir kommen wollten. Nämlich, du hast ganz vorher schon erwähnt, dass du immer wieder, auch mit deinem jetzigen Arbeitgeber und so weiter und so fort, dass ihr immer wieder soziale und lokale Projekte unterstützt und du bist mit mehreren Vereinen oder mit mehreren Communities in Verbindung, wo du quasi sozial dich engagierst, auch im Zusammenhang mit Laufen. Und ich weiß, dass viele, also mir selber ist es auch so gegangen, ich habe irgendwann einmal in meine Laufschubladen, muss ich sagen, reingeschaut und habe gedacht, so, jetzt da hast du ungefähr 45 Laufleiberl, weil du hast nämlich bei jedem zweiten Wettkampf kriegst irgendwo ein komisches Laufleiberl geschenkt. Du ziehst immer dieselben siebene an, der Rest kugelt irgendwo herum und dann hast du irgendwann einmal die Hosen gekauft und dann hast du irgendwann einmal das Buff gekriegt und so weiter und so fort. Was machst du damit? In die Kleiderbox schmeißen willst du es nicht, verkaufen tust du es nicht, herumliegen tut es auch, aber wem gebe ich es? Und, oder ich habe da noch Schuhe, die funktionieren bei mir nicht so. Die bin jetzt da, weiß nicht, 250 Kilometer gelaufen, wegschmeißen tut man solche Schuhe nicht, aber selber laufen tust du es auch nicht, also kannst du warten, bis 10 Jahre verstaubt sind und dann schmeißt du erst recht weg, oder du findest weg. Und wir haben darüber geredet, du hast gute Verbindungen, dass man sowas einmal daheim durchkramen kann, in einen Backerl bockt und dir schickt und du kannst es wirklich einem sinnvollen Zweck zuführen. Ja, genau. Also ich würde mich da schwerstens freuen, wenn ihr euch alle da ein bisschen eure Schubladen öffnet und mir das zukommen lasst. Ich arbeite da eben mit, ich nenne die immer sehr gerne als meine Schützlinge zusammen. Ich gehe jeden Montag mit drei verschiedenen Gruppen. Anfangen mit Walken, dann die mittlere ist Walken, Laufen und die dritte ist dann reines Laufen, eben Laufen. Und mittwochs habe ich dann noch einmal über eine andere Organisation, da mache ich genauso auch Walken, unter anderem auch Radfahren, also Radwäsche wäre auch sehr willkommen, sage ich mal. Und jetzt zusätzlich im Jahr 2022 kriege ich noch eine neue Gruppe dazu, die ist dann in Dörl. Und das wird auch, glaube ich, so ein Walken bzw. Integration mit ein bisschen Laufen. Und wie gesagt, Laufwäsche, Bergwäsche, Radlwäsche, also wirklich sehr herzlich willkommen, das hat mir extrem taugt. Und ich kann euch nur sagen, die Schützlinge, die freuen sich jedes Mal tierisch, wenn sie da eben sie da was aussuchen können, sei es Leiberl, Hosen, Laufschuhe und solche Sachen. Also das ist immer für mich die größte Freude. Und Hauben, Handschuhe und was man jetzt so eigentlich zum Laufen also ganzjahres Bedarf ist da. Also von der vierten Thermohosen, die man hat, oder vom achten Paar Handschuhe bis hin zur Sommer Laufhosen,
wird quasi alles gern genommen. Genau, ja. Und in welchem Bereich, also wo sind die ganzen Gruppen her? Weil man findet jetzt ja nicht irgendwie Walking- und Laufgruppen einfach so zur Gaude, sondern was sind das für Vereine? Also mit wem arbeitest du da zusammen? Ich grundsätzlich arbeite eigentlich mit einem Verein zusammen. Okay. Und dieser Verein hat, oder ich bin da quasi ein bisschen so vermittelt an gewisse Organisationen, wie zum Beispiel in Bruck an der Mur das BIOS-Institut, in Kapfenberg Lebenshilfe, Jugend am Werk und solche Organisationen quasi. Okay. Also einmal querbeet und jeder, der dort interessiert ist und dort in der Organisation ist. Da habe ich zum Beispiel an Arbeitskollegen habe ich auch noch, der DCA extrem gefreut, der arbeitet auch mit, wie heißt es halt, Ding, irgendwas mit afrikanischer Zivilverband oder irgendwie so jetzt irgend so ein Verein, und da sind auch ganz liebe Leute und die sammeln auch immer wieder Sachen, und auch unter anderem mit dem ÖZIV arbeite ich auch ein bisschen zusammen, das ist ein österreichischer Zivilintegrationsverband, und die würden sich da auch sehr freuen, wenn man da einer immer was zukommen lässt. Und du kannst da quasi als Sammelsteuer mal dienen, dass wir alle dir das schicken, wir verlinken das alles in die Shownotes und geben das alles rein mit Adresse und so weiter, dass man einfach dir die Sachen schickt und du würdest dich um die weitere Verteilung und Zuführung zum ordentlichen Weiterleben von dem ganzen Zeug kümmern. Ja, genau, volle Fälle, ja. Ja, weil das ist nämlich eine super Geschichte, weil ganz ehrlich, gerade so Funktionsquant und Spurtquant ist jetzt auch nichts, was man jetzt da so schnell einmal los wird, weil das kann keiner im Alltag, also man kann es schon anziehen im Alltag, weil bleibt es eben ein Laufschuh zum Arbeiten gehen an, warum auch immer. Aber in dem Fall wird es dann halt tatsächlich zielgerichtet und sinnvoll eingesetzt werden. Genau, ja. Ja, ich bin eigentlich mit meiner Liste durch. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir vergessen, das müssen wir jetzt noch loswerden fürs erste Mal? Oder sagst du, du fühlst dich gut vorgestellt und wir hören uns beim nächsten Mal zu deinem Projekt im ganz Speziellen? Ja, ich hätte definitiv gesagt. Also ich glaube, wir haben uns sehr gut unterhalten und ich glaube, ich habe definitiv genug erzählt, wo ich sage, das ist, und sollte jemand irgendwie noch neugieriger sein über, sei es mein Vorleben zwecks, das könnte man eben noch angehen lassen, zwecks Alkoholkonsum, sei es, wenn er eine Hilfe braucht oder irgendwas, ist er sicher auch an meiner Stelle sehr herzlich willkommen. Ich kann da an jeden sehr gut zur Rate gehen, und wenn er mir da einfach eine PN schickt, quasi, wie ich das zu damaligen Zeiten geschafft habe, dass ich aus den Schlamassel rausgekommen bin, aus dem Alkoholkonsum oder andere Suchtprobleme, kann ich ihm da sicher auch in der Richtung definitiv auch helfen. Ja, na, wir werden auf alle Fälle auch deine ganzen Kontaktdaten, also vom Instagram und Facebook und so weiter, da bei uns verlinken, auch zu der Folge, dass man quasi dir das direkt schicken kann. Wer sagt, er kennt nur unsere E-Mail-Adresse, gerne auch an uns schicken, an Flo und mir, und wir leiten es weiter, also wir können da als Kontakt auftreten. Aber wenn wir da auch nur anhelfen können dabei, haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Genau, definitiv. Super. Gut. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Es war super, super spannend. Wir hören definitiv nochmal voneinander. Und dann entlasse ich dich jetzt da in die Nacht und in die Dusche, weil du warst ja vorher noch laufen. Genau, bevor du direkt ins Interview kommst bist. Dann sage ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. War ein lässiger Abend. Bis dann aber. Ciao. Ciao.